Sie ist die neue Direktorin der Gauss-Oberschule auf dem Pirner Sonnstein. Regina Träger, die gebürtige Pirnerin, studierte Lehramt für Mathe und Physik an der TU Leipzig und unterrichtete nach dem Studium zunächst an verschiedenen Dresdner Schulen als Fach- und Klassenlehrerin. Anfang der 90er Jahre kehrte sie dann nach Pirna zurück und nahm eine Stelle an der Oberschule in Sebnitz an. 1998 wurde sie Fachberaterin der Mathematiklehrer im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und erhielt durch diese Tätigkeit Einblicke in viele Schulen des Kreises, auch in die Gauss-Oberschule. Da ich hier eine Schule kennenlernen durfte, wo eine sehr nette Atmosphäre herrscht, wo ich mich auch als Fachberater immer sehr wohl gefühlt habe, war das die Schule, wo ich mich dann, als klar war, dass Herr Fernitz in den Ruhestand geht, wo ich mich dann beworben habe. Und das Bewerbungsverfahren hat also etwa ein Jahr gedauert. Und ich hatte Glück und habe ein gutes Votum bekommen. Insgesamt 4 weitere Personen hatten sich um den Posten von Norbert Fernitz beworben, der sich nun Anfang August mit 65 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedete. Ein Vierteljahrhundert hatte Norbert Fernitz die Gauss-Oberschule geleitet, sich jahrelang für einen Neubau eingesetzt und ihn dann, rund 1,5 Jahre vor seiner Rente, endlich beziehen dürfen. Während er sich nun seinen Hobbys Reisen und Tennis widmen kann, nutzt Regina Träger die restliche Ferienzeit, um sich mit den Gegebenheiten vor Ort vertraut zu machen. Ich habe versucht, mit vielen Kollegen schon zu sprechen. Ich habe versucht, viele Traditionen und Gepflogenheiten hier erstmal kennenzulernen, erstmal zu erfragen. Das ist natürlich, wenn eine Schule so viele Jahre besteht, ist natürlich auch sehr vieles an Tradition vorhanden. Und da ich ja hier in eine Schule gekommen bin, die gut funktioniert, bin ich der Meinung, man sollte nicht von heute auf morgen ein gut funktionierendes System total umkrempeln. Das ist, glaube ich, nicht gut. Während die Lehrer sich und ihre Klassenzimmer in der letzten Ferienwoche auf das neue Schuljahr vorbereiten, erkundet Regina Träger Schritt für Schritt ihre neue Schule und freut sich über die Fortschritte. Es sind einige bauliche Ergänzungen noch oder Vervollständigungen noch gekommen. Wir haben in der vorigen Woche eine Musikanlage für unser Atrium bekommen. Das war also eine sehr, sehr notwendige und sehr schöne Anschaffung. Wir haben also jetzt schon die ersten Proben gehört. Das fühlt sich toll an, wenn das dann hier durchs Haus schallt. Das wird auf alle Fälle auch unser Weihnachtskonzert wieder bereichern. Es wird ein Beitrag sein, wenn wir Veranstaltungen durchführen, dass dann auch wirklich die Tontechnik entsprechend passend ist. Ansonsten sind in den Räumen kleine Reparaturarbeiten schon ausgeführt worden, Ergänzungen vorgenommen worden. Ich habe mein Büro hier beziehen dürfen, ein sehr schönes großes Büro, und habe mit den Fachlehrern in den Fachräumen schon angefangen, bestimmte Sachen einzuräumen, die ich von anderen Schulen oder von zu Hause mitgebracht habe, an Unterrichtsmaterialien für die Schüler. Auch Regina Träger selbst will im kommenden Schuljahr Kinder und Jugendliche unterrichten. Welche 5. und 8. Klasse sich auf Mathematikstunden bei der neuen Direktorin freuen dürfen, bleibt jedoch vorerst noch ein Geheimnis.